Roberto, herzlich willkommen wieder beim FC Bayern. Wir haben gerade diskutiert, ob Pressekonferenz auf Deutsch oder auf Spanisch mit Hilfe von unserem Kollegen Carsten Zimmermann. Ich erinnere mich noch an eine Pressekonferenz in Bonn, war man, wo du auch gesagt hast. Und danach haben wir eine wunderbare Pressekonferenz auf Deutsch gemacht. Und es hat bestens geklappt. Wie fühlst du dich wieder zurück beim FC Bayern? Ja, gut. Was bedeutet das? Aber ich war ein Jahr, ne? In Brasilien und ich habe viel vergessen. Muitas palavras em alemão. Viele Worte vergessen. Ja, vergessen und ich habe es besser mit Carsten probieren helfen und ja, klar. Ist besser. Ja. Nein, dann erzähl, wie ist das Gefühl? Wo bist du zurückgekommen? Bist du zurückgekommen nach München? Ist es ein neues FC Bayern oder ist es das alte FC Bayern? Was ja, mein Gefühl ist, jetzt ist alles neu bei Bayern und ein paar Spieler war weg und viele Spieler hat bei Bayern gekommen und ich bin auch wieder bei Bayern jetzt und ich bin sehr zufrieden und ich glaube, Bayern jetzt will wieder eingebaut, die neue Mannschaft und der Trainer Ottmar Hitzfeld ist wieder da, ist ein super Trainer. Wir haben viele gute Spieler in dieser Kader und ich hoffe, in dieser Saison Bayern macht eine gute und super Mannschaft zu wieder deutscher Meister zu werden. Und ich glaube, mit diesem Potenzial, wir haben hier bei Bayern, wir muss Minimum 2 Titel. In Hongkong haben wir schon gewonnen, das erste Turnier. Genau, erste das Turnier. Ist ganz wichtig. Ja. Anfang an schon gewonnen, ist ganz wichtig. Sie, du hast gesagt, was bei Bayern alles neu geworden ist. Was ist bei C. Roberto? Ist etwas anders geworden? Was ist anders geworden? Was ist? Ja, bei mir ist viel anders. Und jetzt ich brauche ein bisschen Carsten zu mir helfen. Ja, ja, okay. Para mim, eu estou com uma, já venido para Bahia com uma nova motivação. Poder para Carsten? Sim. E com esta nova motivação, eu nesse período que estive aí, que saí de Bahia, eu estive com uma, me parece um novo Zé Roberto, pode traduzir. Also er kommt mit einer neuen Motivation zurück zum FC Bayern und er würde sogar behaupten, es kommt ein neuer Zé Roberto zum FC Bayern. E esse novo Zé Roberto começou desde quando saí do clube e me fui com a seleção para o Mundial. E o Mundial, o Brasil é perdido, mas eu fiz um grande Mundial. E logo depois do Mundial, me fui ao Brasil. E neste Mundial, estive entre os 23 melhores do Mundial. E depois me fui ao Brasil. Nesse período que estive aí em Brasil, eu fui considerado o melhor jogador aí do Brasil. Pode traduzir. Also diese Ära des 19 Roberto, wie er sagt, die hat eigentlich begonnen, als er den FC Bayern verlassen hat. Vor anderthalb Jahren oder dann mit der Seleção dann zur WM gefahren ist, die für Brasilien nicht wirklich zufriedenstellend verlaufen ist, aber für ihn schon. Er hat aus seiner Sicht eine sehr gute WM gespielt, war bei den besten Spielern der WM dabei, ist dann nach Brasilien gegangen und hat dort in der brasilianischen Liga auch eine gute Saison hinter sich gebracht. E com essa motivação, com este potencial que eu consegui neste momento que venho jogar em Bayern Munich. E com dem ganzen Selbstvertrauen, was auch in diesen ganzen eineinhalb Jahren jetzt gesammelt hat, kommt mit großer Lust und großer Motivation zu FC Bayern. Machen wir bitte gleich eure Fragen, damit wir nicht zu Zeit verlieren. Gleich anschließend, ist der neue Say, ist das auch einer, der defensiver spielt?
Du hast ja sonst immer bei Bayern linke Seite offensiv gespielt. Bei der Selecao hast du für viele überraschend das defensives Mittelfeld unglaublich gut gespielt. Ist das eine Rolle, die jetzt auch für dich bei Bayern denkbar ist und die du gern machen würdest? Sí, esta posición es la posición que más me gusta jugar. En Mundial jugué esta posición, en Brasil jugué más o menos casi en esta posición. Entonces es una posición que quiero, que tengo mi Ziel, o que mi objetivo es ser el mejor en esta posición. Yo siempre busqué ser mejor jugando en la banda y ahora quiero ser el mejor jugando en esta posición. Das ist, er hat seine, oder er erklärt es als seine Lieblingsposition oder die Position, die ihm am meisten gefällt. Früher hat er eben oft auf dieser linken Seite gespielt, aber er hat da auch eine gute WM gespielt und er versucht dort auf dieser Position das Beste zu machen, auch für die Mannschaft. So ist es. Auf den Punkt gebracht, ja. Ja, bitte. Als du gegangen bist, hat niemand mehr mitgerechnet, dass du vielleicht nochmal zurückkommst zum FC Bayern. Jetzt kommst du zurück als eine tragende Säule, du wirst als Führungspersönlichkeit kommen. Ist das für dich jetzt was anderes, dass du jetzt hier, sagen wir mal, in den Top 5 in der Mannschaft gesehen wirst? Como? Okay, con el cast del club, como te fuiste nadie, pensaba que vas a regresar, ahora regresas como uno de los jugadores más importantes, uno de los 5 jugadores importantes del grupo, es una posición que también cambia tu pensamiento. Sí, yo tampoco pensaba en volver a jugar en Bayern, pero Bayern de Múnich siempre contrató los buenos o los mejores jugadores, entonces para mí fue una sorpresa también que yo venía acá, pero no tanto sorpresa porque si no venía a Bayern iría para un gran club también, quizás en Italia. Pero yo he venido porque Bayern quiere volver a ser grande. En Bundesliga siempre ha sido grande, es recordista de título, pero quiere volver a ser grande en Europa. Entonces, para mí, estoy muy contento de volver a Bayern. Also er selber hat auch nicht damit gerechnet, als er den Verein verlassen hat, dass er nochmal zurückkommen würde. Der FC Bayern hat jetzt die besten Spieler oder sehr viele sehr gute Spieler geholt. Und da war es auch für ihn eine Überraschung, dass er jetzt plötzlich doch wieder zu Bayern kommt. Er hätte auch, wenn er nicht zu Bayern gekommen wäre, die Möglichkeit gehabt, zu einem anderen großen Verein zu gehen, vielleicht in Italien. Aber ein Grund, auch warum er zurückgekommen ist, ist, weil der FC Bayern in Zukunft wieder ganz vorne mitspielen will, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in Europa. Und das war der Hauptgrund.